Es geht darum, Information bereitzustellen, sei es als Objekt oder als Information, sodass, wenn wissenschaftliche Fragen in der Zukunft auftreten, man sagen kann, ah, hier sind die Daten, hier sind die Objekte, an denen ich versuchen kann, diese Fragen zu lösen. Ein interessantes Beispiel hierzu. Es gibt Leute, die sind ganz verrückt nach Vogeleiern. Die sind auch bereit, Kriminalität auszuüben, um an diese Vogeleier heranzukommen. Das gibt es auch heute noch immer wieder. Beim Zoll werden große Vogelsammlungen beschlagnahmt. Teilweise zigtausende von Vogeleiern ausgeblasen, auch von seltenen oder aussterbenden Arten. Diese Sammlungen kommen dann in ein Naturkundemuseum. Früher war es legitim, Vogeleier zu sammeln. Auch wir haben eine große Vogeleiersammlung. Heute ist es illegal, aber es werden weiterhin Vogeleier gesammelt. Hat je jemand gewusst, wozu Vogeleiersammlungen gut sein können? Außer, dass sie schön bunt sind. So, in den 50er und 60er Jahren bricht in England die Population der Wanderfalken weg. Weil, wenn die Wanderfalken sich auf ihr Gelege gesetzt haben, die Eier zerbrochen sind. Dann gab es da einen sehr klugen Mann, Derek Radcliffe hieß der. Der hat sich dann in die Vogeleiersammlungen begeben, des Naturkundemuseums, und hat ganz klar nachweisen können, dass die Dicke der Eier von Wanderfalken sich verändert hat. Und das ganz klar mit dem Einsatz von DDT korreliert ist. Und dann hat man mit einem Mal diese Sammlung, die für eigentlich keinen wissenschaftlichen Zweck gesammelt war, benutzt, um DDT in Europa verbieten zu können, weil man ganz klar nachweisen konnte, wie das Gift sich in der Nahrungskette von der Pflanze auf den Käfer, auf die Maus, auf den Wanderfalken ausgewirkt hat. Und damit konnte man zeigen, dass DDT etwas ist, was wir in der Natur nicht gebrauchen können.